Also mir geht's sehr gut soweit. Ich habe meine Impfung hinter mir, fühle mich dadurch auch sicher. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass möglichst viele Leute geimpft werden, geht es, glaube ich, der ganzen Gesellschaft wieder besser. Schön, wenn wieder Zuschauer ins Stadion kommen können. Ist, glaube ich, dann das Fußball auch schöner, vor einer Kulisse zu spielen. Und darauf freue ich mich schon. Also ich glaube, das ist der Traum eines jeden kleinen Jungs, den ich im Moment leben kann und noch hoffe, lang leben zu können. Ich habe früh angefangen mit Fußball, dann über verschiedene Teams im KSC zu Schalke und darüber habe ich den Sprung dann zum bezahlten Fußball geschafft und hoffe, ja, ihn noch lang aufrechterhalten zu können. Ich glaube, der WSV ist ein absoluter Traditionsverein mit vielen Fans, ja, die auch vom sportlichen Konzept her super zu mir gepasst haben. Ich glaube, wir haben einiges vor, wollen die Rückrunde auf jeden Fall bestätigen und darüber hinaus ja, einfach Spaß haben am Fußball. Und ich glaube, hier ist der ideale Ort dazu. Ja, das ist noch ein Bild, das glaube ich 2 Jahre her ist ungefähr. Ja, meine Lockenpracht trage ich noch nicht allzu lange, deswegen ist es noch ein früheres Bild von mir. Nein, keine Verwandte oder andere Beziehungen dazu. Also als Kind fand ich die wilden Kerle immer sehr, sehr cool. So jetzt im Moment habe ich jetzt nicht so meinen absoluten Lieblingsfilm. Ja, deswegen schwierig für mich zu beantworten, aber sowas wie Avatar fand ich ganz cool. Und ja. Ich bin Team Messi. Ich glaube, von seinen fußballerischen Qualitäten es ist einfach ein Ausnahmespieler, den es so noch nie gab. Und ich weiß auch nicht, ob es ihn nochmal so geben wird. Ja, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, dass einfach ja, eine Freude ist, wie er mit dem Ball umgeht. Nein, ich bin noch nicht mit der Schwebebahn gefahren, aber ich habe es vor. Und ich glaube, ich werde es auch schnellstmöglich mal machen, weil ich glaube, es ist hier auf jeden Fall eine Attraktion in Wuppertal. Ich fühle mich sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich glaube, es macht großen Spaß hier in der WSV-Familie, wie wir es so gerne nennen. Ja, wir kommen alle sehr gut miteinander klar. Ja, der Austausch ist super und es macht einfach Spaß, jeden Tag zum Training zu kommen. Also es werden immer Witze von Mitspielern gemacht, dass ich einen kleinen Fallschirm auf dem Kopf habe oder ja, mit dem Helm Auto fahre. Aber ja, mich stört es nicht, sonst wären sie auch schon weg. Ich habe ein Haarband mittlerweile und dadurch habe ich keine Beeinflussung beim Fußballspielen. Also als Mannschaft wollen wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, an die Rückrunde anknüpfen und ja, jedes Spiel gewinnen, wenn es möglich ist. Ich glaube, wir haben die Qualität dazu. Die Qualität in der Mannschaft ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und deswegen ist das so das Ziel von uns. Persönliches Ziel ist natürlich, dass man bei jedem Spiel auf dem Platz stehen möchte, möglichst viel Spielzeit ja, absolvieren will und dann auch dem Team, glaube ich, bestmöglich weiterhelfen will. Ich glaube, ich bin sehr lauffreudig. Ja, mit Ball sehe ich meine Stärken. Und ich glaube, so kann ich dem Team sehr, sehr gut weiterhelfen. Und ja, genau. Leider ist bei mir die Haarpracht nur auf dem Kopf und ja, der Bart wächst nicht ganz so schnell. Deswegen wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig.